Für die Neue, wir haben seit zwei Tagen Seminartage. Heute ist der dritte Tag. Und wir haben einige interessante Sachen gelernt. So, ich mache eine kurze Wiederholung, was ich den ersten Tag gesagt habe, weil das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Was am Leben ist, wir bezeichnen die wissenschaftliche Sprache biologische Systeme. So, und jedes biologische System braucht Energie zu arbeiten. Stimmt das? Ja. Ich habe nicht gehört. Ja. So, ordentlich. So, wie jede Maschine, jede Veränderung in der Physik oder in der Biologie verbraucht Energie. Wir sagen in der Physik, wenn ein Photon von einer Stelle A zu einer Stelle B rübergeht, A verliert eine Energie eines Photons und B gewinnt eine Energie desselben Photons. Also, wir sehen zwei Informationen, sage ich, der Verlust einer und der Gewinnung des anderen. Also, das Leben ist Informationen. Alles, was wir lernen und was wir empfangen mit unseren fünf Sinnen, sind Informationen. Das ist eine Kamera. Das sind Informationen, kein Hund. Das ist eine Kamera. So, also, wir beurteilen und wir analysieren Informationen bei biologischen Systemen, um das Leben zu erhalten, oder das Leben erhalten zu werden, sind die sogenannten geborenen Informationen. Also Informationen, wo ich von meinen Eltern, Großeltern, Urgroßeltern bekommen habe. Die Gewohnheiten des Lebens und die Ausbildung, was jeder bekommen hatte. Und sind auch die erlernten Informationen, wo ich lerne und ich nehme meine Richtung. Wenn eine Küche aus dem Ei rauskommt, geborene Information, geht und pickt das Essen. Hat keiner gezeigt, wie eine kleine Küche essen soll. Von allein, der weiß schon Bescheid. Weil diese geborenen Informationen sind eingespeichert im Gehirn und in den Gefühlen. Also das Gehirn speichert die Informationen. Wenn ich salzig, etwas Salziges esse, naja, ich spüre dieses salzige Gefühl nicht in der Zunge direkt, sondern das geht im Gehirnzentrum. Diese Information und das Gehirnzentrum erzeugt das salzige Gefühl oder das süße Gefühl oder bitteres Gefühl oder etwas anderes. Also das Gehirn ist auch natürlich ein Computer, der Informationen verarbeitet. Durch diese Informationsverarbeitung entstehen auch Gefühle. Wir sehen heute Katastrophen während des Krieges, Traurigkeiten, zerstörte Häuser, tote Menschen, Menschen, die das Land verlassen. Traurige Gefühle. Das sind optische Informationen und akustische Informationen, wo meine Gefühle steuern. Genauso auch meine Gehirn und meine Gefühle steuern meine Gesundheit oder meine Krankheiten. Wir sind hier zusammengetroffen, um die Krankheiten zu analysieren, unsere Einstellung zu den Krankheiten zu realisieren, damit wir vorsichtig werden. Was können wir machen, damit wir gesund bleiben oder nicht krank werden? Oder gesund werden.
sind Situationen, wo ich steuern, mein Leben, meine Gefühle, alles, was ich behaupte, mein Tun. Ich bin die Neue. Was machen Sie beruflich? Ich bin jetzt im Ruhestand. Wie? Ich bin Rentner. Rentner, schon so jung. Wie alt sind Sie? 62. 62? Oh je. Yeah. Und Sie? Ich bin ganzheitliche Beraterin für Persönlichkeitsentwicklung. Was eine? Eine Beraterin für Persönlichkeitsentwicklung. Das ist, Sie sind in einem richtigen Platz. Wir lernen auch von Ihnen. Wo ist er? Sind drei Jungs hier, neue? Ist, ja, ich auch. Ja. Was Sie machen, ist ja. Ein kleines Heiler. Wir alle hier. Ja. Alle drei? Ja. Ich habe so eine große Konkurrenz. Ja. Wer? Okay, ich werde dich heilen, damit ich nicht vergessen werde. Auch über, allgemein über Leute, die mit Krankheiten Kontakt bekommen. Das sind Leute. Oh, du bist ja auch neu. Du warst ja auch heute neu. Ja? Noch einer. Ja. Noch einer. Mein Gott. Was machst du? Ja, ich bin auch Rentner. Ich bin auch in Pension. In Pension? Ja. So junge Leute. Ich auch. Ich bin in Pension, aber ich weiß nicht, ich gehe zu meiner zweiten Rente. Weil seit 17 Jahren, fast 18 Jahre, Rentner, arbeite ich weiter. Ich auch. Mach ich das. So. Ich bin der Schutz. Wir sind alle hier gesammelt. Und jeder hat irgendwelche Beschwerden. Was ist Beschwerden? Das ist eine Funktion des Systems. Aber durch diese Beschwerden werden andere Funktionen erzeugt im elektromagnetischen Bereich, wo wir auch die anderen in Kontakt treten. Wenn jemand Krebs hat, hat eine gewisse, in der Physik existiert die Formulierung nicht, eine Krebsausstrahlung oder eine rheumatische Ausstrahlung. Durch diese Krankheiten, die Funktion der Krankheit in diesem System erzeugt eine gewisse Energie in einem höheren Frequenzbereich. Und diese Frequenz, diese Ausstrahlung oder Einstrahlung, wenn ich die bekomme, dann belastet mich und fängt in meinem System bestimmte Funktionen, die diese Manipulation zu beeinflussen, in negative Sinn. Haben Sie mal Beispiel einen Bäcker mit rotem Gesicht gesehen, in einem Platz. Sehen das? Ich merke vieles im Leben. Oder haben Sie einen Metzger, der blass ist? Ich habe noch nicht gemerkt. Alle sind rötlich. Warum? Der Kontakt mit einer gewissen Energie. Rote Energie, in rote Energie. Gibt es keine rote Energie? In rote Farben. Rote Farbe erzeugt eine Ausstrahlung, eine bestimmte Frequenz, wo täglich der Fleißer mit dieser Frequenz kommt. Und der Bäcker auch mit einer anderen Frequenzbereich, weiße Farbe. Also, wir sollen wissen, dass wir von jeder Situation manipulieren. Das bedeutet, wir bekommen Informationen. Ich habe mit einer Professor der Psychiatrie etwas Interessantes gehört in einem Gespräch. Er kommt von einem Dorf. Er sagt, Herr Professor, warum machen Sie im Dorf eine schöne Praxis nicht auf? Mein lieber Christus, Sie bist du verrückt? Er sagt, wieso denn? Sie sind alle gesund. Im Dorf.
Wir sind alle gesund, weil wir leben in einer gesunden Ebene. Aber die Staatsleute lernen und als angehängt und die ganze Lebensvoraussetzungen in der Stadt sind völlig anders als in der Dörfer hier. Ich bin hier gefahren vom Bordell, das ist ein Paradies hier. Wie kann ich krank werden in einem Paradies? Aber ich bin schon krank in der Stadt, wo ich seit Jahrzehnten lebe. Also die Umgebung bringt uns Informationen, um zu überleben. Heile. Ich spreche von mir aus. Ich bin Heile geboren. Mit 4 Jahren habe ich in Erinnerung meine erste Heilungserfolg von meiner Tante. Ich habe mit den anderen Kindern gespielt. Dann komme ich nach Hause, dann sitzt die Tante mit meiner Mutter und die trinken ihren Kaffee. Dann gehe ich an ihre Knie, Tante, du hast Schmerzen hier. Ich habe die Hand aufgelegt. Das hat später meine Mutter und auch die Tante erzählt. Dann steht sie auf, macht einen Spaziergang im Zimmer und dann sie fängt an zu hopfen. Und ich habe so gelacht, ich habe gesagt, wie ein Äffchen heute. Sie hat gesprungen wie ein Äffchen. Das hat mir lustig gemacht. Deshalb kann ich an diesen Fall mich erinnern, nach der Erzählung von meiner Mutter noch mehr. Also ich habe eine Erfahrung von 75 Jahren. Und ich habe vieles gelernt. Nicht nur die Praxis, der Kontakt mit den Patienten oder kranken Leuten, sondern auch mit der Wissenschaft, weil ich studiert habe und ich bin heute Professor der Humantechnologie. Wir untersuchen alle biologischen Systeme von der elektromagnetischen Energie. Und die elektromagnetische Energie sind 2/3 unserer Energie. So mache ich. Ein biologisches System bekommt elektromagnetische Energie, die Strahlung, biochemische Energie, das was wir essen und statt Wein, Tee trinken, und die aerobe Energie, die Atmung. Der Sauerstoff, das sind unsere 3 Energielieferanten. Aber diese Energie wird verbraucht. Ein Teil wird für die Funktion des Systems. Das ist eine verbrauchte Energie. Ob ich schlafe oder nicht, der Gehirn arbeitet, Herz arbeitet und viele, viele Mechanismen sind in Funktion. Wenn ich wach bin, natürlich noch mehr. Dann natürlich kommt noch einmal für den Energieverbrauch die Leistung. Jeder muss arbeiten, also Energieverbrauch. Und dann kommt auch das Interessanteste, Stress. Jeder von uns bekommt Stress. Und der Stress ist die Energie, wo ist das? Hier. Stress ist die Energie durch die Zeit. Chronischer Stress, Dauerstress oder momentaner Stress. Spielt keine Rolle. Die Zeit spielt eine Rolle, aber der Stress ist Energieverbrauch. Und das ist unsere, natürlich, Basis für unsere Gesundheit. Je weniger Stress, desto mehr gesund sind wir und weniger Krankheiten entstehen. Weil Krankheiten entstehen, wenn das System nicht richtig arbeitet, nicht die nötige Energie hat, um optimal zu arbeiten. 220 Volt. Was meinen Sie, wenn ich diese Lampe mit 180 Volt fütter? Vielleicht kommt ein bisschen etwas. Warum? Weil das System funktioniert mit 220
120 Volt und nicht mit 180. Also wenn hier ein Energiedefizit entsteht, haben wir die Leistung nicht. Genauso wie mein Mensch. Wenn ich essen, wenn ich schlafen, wenn ich trinken, dann kann keine eine gewisse normale Leistung bringen. Das sind alle einfache Dinge. Alle, wir unterliegen alle in derselben Gesetze, biologisch und physikalisch. So, wenn wir natürlich 240, dann verbrennen die Lampe oder die Sicherung. Also, jede Leistung braucht eine gewisse Energie, optimal zu arbeiten. Das System, diese Leistung zu bringen. Wenn ich schwer arbeite, ich war auch schwer arbeiten. Ich habe manchmal 3-4 Portionen gegessen. Dann nach 5 Stunden war ich total hungrig. Es ist alles verbrannt in der Baustelle. Heute, wenn ich eine Portion esse, Mittag, dann vermeide ich haben zu essen, damit ich eine schöne Figur für die Damen habe. Weil die Damen sind immer vorsichtig, die passen alles auf. Damit man als Männer einen guten Eindruck machen kann. Wir bekommen auch den Dank. So, also jede Leistung, jedes biologische System braucht gewisse Energie zu verbrauchen. Und die Energie muss vorhanden sein. Irgendwelche Fragen, neue Leute, auch die Älteren. Mit dem Heiler, ja, das ist ein sehr heikles Thema. Wir kommen jeden Tag in Kontakt mit Menschen. Wir sagen, jedes System hat eine gewisse Aura. Was ist die Aura? Die Ionisation der Wärmeenergie in der Umgebung. Man sieht unterschiedliche Farben. Es gibt auch Maschinen, die habe ich auch viel experimentiert, die Aura realisieren bildlich. Verschiedene Farben, verschiedene natürlich Ausstrahlungen. Und es gibt auch eine Liste, eine Liste, wie viele Frequenz, welche Aura entsteht. Und es sind unterschiedliche Frequenzen von der Funktion des Systems. Und wenn ein System krank wird, dann strahlt eine gewisse, es existiert in der Physik nicht, sage ich so, eine negative Aura, die uns negativ beeinflusst. Und wenn ich Negativitäten oder negative Manipulation empfange, natürlich dann steuert mein System in eine gewisse höhere Energieverbrauch, um das zu absorbieren. Dann verbrauche ich mehr Energie. Durch diese mehr Energieverbrauch, wir haben alles in Experimenten festgehalten, durch diese Energieverbrauch, da kommen wir als Heile in einen gewissen Stress, nicht nur physisch, auch psychisch. Ich habe einige Heile untersucht, die, sage ich wieso, psychisch sehr belastet sind. Warum? Die sind gute Heile, aber die sind nicht gut geschützt. Ich habe gestern gesagt, keiner ist nackt heute gekommen. Warum? Draußen ist kalt, werden alle erkältet. Genauso, der Heiler muss geschützt werden und das braucht eine gewisse Schulung, Leute. Danach kommt die Rechnung. Und was für eine Rechnung? Je nachdem. Krebs, vor allem Krebs. Ich habe festgestellt, ich habe auch mit anderen Kollegen, Professoren, viele Gespräche geführt. Und ich habe meine Meinung geholt über die Entstehung von Krankheiten. Energie stimmt nicht. Körperliche Belastungen
Eine fährt eine Stunde zu seinem Arbeitsplatz und noch eine Stunde zurück zu seinem Haus. 10 Stunden in Aktion. Dann habe ich gefragt, hat er nötige Zeit, um sich auszuruhen? Nein, er arbeitet hier weiter. Ich habe das bis wann, wie das ausschalten? Ich meine, seine Psyche und seine Kette. Er hat schon Rheuma, Schmerzen, ja klar. Er braucht auch seine Ruhe, um sich zu regenerieren. Zeit lassen, uns zu regenerieren, das ist der erste Gebot. Aber wie das Leben ist, viele Leute kommen nach Hause, die haben nicht irgendwelche Tätigkeit und die Arbeit ist belastet, weil dies durch diese Arbeitsorganisation, die selbst wollen von jeder Arbeitseinheit mehr Leistung, mehr Leistung, mehr Leistung. Dann haben wir eine in einer Fabrik eine statistische Arbeit gemacht, welche bis wann können wir die Leute belasten, weil einige Leute werden krank, 1, 2, 3 Wochen, 4 Wochen, dann ist das Minus bei dieser Belastung, immer mehr und immer mehr. Also gibt es irgendwo eine Grenze, damit wir sagen, okay, wir haben die höchste Leistung ohne Verlust. Statistisch gesehen, und Statistik hat viele Wahrheiten. Genauso mit der Heilung. Ich habe gemerkt, wenn ich manchmal eine Person behandle, nicht im medizinischen Sinne, äußerst aufpassen. So, dann bin ich so müde. Warum? Weil dieser Mensch ist durstig, so durstig an Energie, die zieht mich aus. Viel Energie. Trotzdem, dass ich sofort reagiere, ich spüre das sofort. Und ich sitze mich, aber trotzdem, er zieht Energie. Dann spüre ich die Müdigkeit. Das Gegenteil, manchmal 10 Leute behandeln, ich bin frisch wie vorher. Das kommt darauf an, mit welchem Individuum oder Energiedefizitquelle zu tun habe. Was hat Opa gesagt? Mit einem Hungrigen kannst du niemals satt werden, aber mit einem Gesättigten kannst du satt werden. Er hat gemeint mit der Energie. Mit einem Menschen, der normal ist, gesund ist, passiert nichts. Aber mit einer Grande kann vieles passieren. Nicht nur kurze Zeitlich, auch bei uns. Jeden Tag mit kranken Menschen. Jeden Tag mit kranken Menschen. Wie in Bulgarien. Wir haben Experimente gemacht, wie viel Energie verliert eine Heiler von einem Individuum. Und dann von einem anderen, und dann von einem anderen. Dann messen wir durch die Photonenausstrahlung, dann messen wir, wie viele Photonen nach der ersten Behandlung übrig bleiben, nach der zweiten Behandlung, nach der dritten Behandlung. Und nur von einer Behandlung. Wir haben gemessen, bis fast 60% Energieverlust von einer einzigen Behandlung. An Photonenenergie des Heilers. Also, Sie meinen gut, Sie heilen, aber die wissenschaftliche, natürlich, Basis und die wissenschaftliche Reaktionen, wo ich möchte mehr wissen, wie meine Körper und meine Energie überhaupt reagiert, der Verlust und die Gewinnung. Was wusste ich danach, nach einer Behandlung? Das ist uns realisiert durch die wissenschaftlichen Experimente und Messungen über die Gefahren, nicht nur ein Heiler, ein Arzt oder eine Schwester, hinterliegen. Was passiert bei diesem Pflegepersonal?
von den beiden Heilen und so weiter. Große Gefahr. Das spielen wir nicht. Genauso, wir spielen gar nichts bei der Erstellung der ersten Krebszelle. Man spielt gar nichts. Aber mit der Zeit, die Krebszellen wachsen und wachsen und wachsen, dann kommt eine Frau und sagt, Herr Rosnay, was ist denn das? Ich merke so wie eine kleine Kichererbsen. Ich habe gesagt, lassen Sie mal, machen Sie eine Mammographie. Ja, Tumor. Sie hat später entdeckt, aber nicht bei der ersten und der ersten Krebszellen. Und der Tumor kann Milliarden von Zellen, Krebszellen haben. Also die Zahl von der ersten Krebszellen zu Milliarden ist relativ, kann schnell gehen bei bösartigen Tumoren und kann langsam gehen bei Tumoren, die langsam wachsen. Es gibt auch Prozesse, Wachstumsprozesse von Jahrzehnten, 20, 30 Jahre. Also wird ein bestimmter Mensch eine Krebsentstehung, die erste Krebsentstehung, spielt gar nichts. Mit den Jahren, bis nach 20, 30 Jahren und sogar mehr oder weniger. Ach, Herr Doktor, ich habe Kopfschmerzen. Gehen Sie mit Tomographie, Tumor im Kopf. Zu spät. Aber die Entstehung, wie ist die Aussage eines Experiments, um festzustellen, ich habe einen Tumor, so groß und so weiter. Da kommen die Biologen, dann mache ich die Analyse und das Ganze. Also bis diese ist ein Prozess von gewisser Zeit. Und warum entstehen so Krankheitsprozesse? Stress, Leute. Energieverlust. Energieverlust. Und wir arbeiten weiter. Der Witz ist, hier, Leistung und Stress. Je mehr Stress entsteht, das Individuum ist lebendiger. Lebendiger. Und leistet mehr. Dazu entsteht mehr Stress. Durch mehr Stress die Leistung kommt. Bis zu gewissen Grenzen. Und dann kommt das Individuum auf die Knie. Krank. Man ist schwer krank. Natürlich. Und warum wird man krank? Weil die Funktion des Systems ist nicht mehr normal. Sie stehen auf, sie gehen arbeiten und sagen, ja, ich habe keine Lust heute. Haben Sie das gemerkt? Alle haben das gemerkt. Warum? Energiedefizit. Sie sind so müde, sie stehen auf, sie sind so müde, sie haben sich nicht erholt und sie gehen arbeiten und der Chef die Leistungen haben. So ist die Situation. Wir lernen hier zuerst Schutz. Zweitens Energieaufbau. Energie aktivieren. Wir haben ungeahnte Energiepotenziale. Ungeahnte Energiepotenziale. Und dann die Steuerung. Die Energie, die ich aufgebaut habe, die ich aktiviert habe. Die Steuerung. Wenn ich mal Rückenschmerzen habe, von stundenlanger Fahrt und der Arbeit und so weiter. Ich aktiviere meine Energie, ich bleibe ganz ruhig, ich konzentriere auf meine Rücken, ich lasse mich locker, damit die Energie in Wirkung kommt, dann gehen die Schmerzen weg. Die Steuerung spielt auch eine große Rolle. Aber nächsten Tag, ich passe auf, damit ich nicht in dieselbe Belastung hineinkomme und wieder Rückenschmerzen. Aber der Ungeahnte macht weiter und die Rückenschmerzen werden chronisch und das ist alles. Dann geht man zum Arzt, dann fällt
die Medizin zu arbeiten. Bevor wir alles in diese Kessel gekocht werden, Stressabbau, Energie sparen, Energie aktivieren, sparen, Energie sparen, damit wir nicht den Stress, viel Energie verlieren, Energie aktivieren und Energie steuern. Mein Opa hat niemals seinen Arzt besucht. Er hat Kopfschmerzen, er hat auch viel gearbeitet. Seine Schwäche war sein Kopf. Er hat seine Suppe gehandelt und wo er älter war, er hat meine Hilfe gebraucht, weil ich war schneller mit seinen Schmerzen verarbeiten. Alles ist Leute Energie. Und der Heile, natürlich, kann geschützt seine Arbeit mit Erfolg weitermachen. Ich kenne sehr gute Heile, ich kenne auch miserable Heile, die keine Ahnung von Heilung, die haben keine Ahnung von Mechanismen. Was soll ich tun, damit ich mehr Leistungen bringe, auch bei meiner Arbeit? Manchmal fühle ich mich herausgefordert. Dann gehe ich auch dazu, emotional, wenn ich ein dreijähriges Kind, 2 Jahre Krebspatient. Onkel, willst du mit mir Fußball spielen? Die Sehnsucht eines krebskrankes Kindes. Ist das nicht traurig? Aber emotional. Ich gebe alle meine Kräfte. Und das Kind spielt Fußball und sein guter 7 Jahre alt ist vom Krankenhaus raus. Aber er will mit mir Fußball spielen, auch mit den anderen Kindern. Mit Onkel Christoph will ich spielen, sagt seine Mutter. Das ist schön, dass die Freude zu vermitteln. Es gibt auch ältere Menschen, die allein sind, allein gelassen. Die suchen nicht nur eine Heilung, sondern einen Beistand über die unerträgliche Problematik, die sie erleben. Das ist auch traurig. Ich habe ganzes Leben für mein Kind gearbeitet, ich habe alles an meine Kind gegeben und er beachtet mich nicht, er will mit mir nichts zu tun haben. Natürlich ist die seelische Belastung dieses Mannes sehr groß. Aber ich bin glücklich, dass ich an meinem Kind gegeben habe. Die moralische Seite. Aber der Sohn hat Krebs. So Leute, irgendwelche Fragen zu stellen. Ja bitte, aber laut, weil hier, die sind alle neugierig. Wie schütze ich mich genau vor Behandlungen, wenn ich Heilung lebe? Wie genau schütze ich mich? Ja, es gibt die 3 Energieformen. Die 3 Energieformen. Wir bekommen elektromagnetische Energie, Photonen, 2/3 unseres Energiepotenzials und 1/3 ist das, was wir essen, biochemische Energie und die aerobe Energie, Luft. Ein Paket von Energie. So. Wenn Sie diese Energie von diesem Paket viel verbrauchen, dann kommen Sie in eine ungeschützte Lage. Genauso, wenn es kalt ist, alle tragen einen Mantel, warme Kleider. Warum? Sie schützen die Kälte in ihrem Körper eine Einwirkung hat. Sie schützen ihre Wärmeenergie. Und im Sommer, sie laufen mit Bikini, sie brauchen keine Mantel. Oder Männer, so sind die Frauen. Sommer mit Bikini. So, also es gibt
ihm ist eine Maschinerie Stress vermeidet. Viele Ausruhe. Essen. Weil viele essen nicht, weil die wollen eine wunderschöne Figur haben. Drittens, Ausruhe. Viele ruhen sich wenig aus. Das sind alle Richtungen, wo viel Energie rauben und automatisch, sie sind ungeschützt, wenn eine negative Energieform in einer Behandlung und in einer Bekanntschaft gegenüber ihnen steht. Energie. Aber davon ist eine ganze Summe. Jetzt mache ich volkstümlich und ganz kurz, um die Materie ein bisschen zu erläutern. Dank. Bitte schön. Wenn Sie Leute mehr wissen, und das ist auch eine, wir haben mit der Zusammenarbeit von anderen Professoren eine Wissenschaft gegründet, wie biologische Systeme gesund bleiben können. Wenn nicht gesund werden, und das ist eine Wissenschaft, das ist alles eine Energie, auch die Medikamente. Ich bin da, über die Medikamente, aber die Posologie ist nicht vor hier, von Menschen zu Menschen. Und die Nebenwirkungen, das ist ein anderes Thema, das ist auch eine Gefahr über die Nebenwirkungen. Aber ich gehe immer zum Arzt, ich auch selbst, persönlich, damit ich wissen, aha, habe ich einen Gehirntumor? Nein. Habe ich einen Krebsgeschwulst? Nein. Habe ich irgendeine andere Beschwerden? Na ja, die kann ich behandeln. Dann, damit ich gesund bleiben werde. Die Kontrolle, ich brauche als angesehene Heiler eine medizinische Kontrolle, die hilft. Auch damit ich eine Gewissenheit habe über die Funktion meines Systems. Leute. So, andere Fragen? Hat das, was mich schwächt, auch mit Resonanz was zu tun? Bitte? Mit Resonanz. Resonanz, das ist elektromagnetische Energie. Wir brauchen eine gewisse elektromagnetische Energie. Die elektromagnetische Energie, die durch, wir fangen mit den E oder den S. Was ich mit dem Luc Montagnier, Nobelpreisträger, Freund von mir, aber leider, er hat uns verlassen. Er hat festgestellt, dass die DNA 7 Hertz elektromagnetische Energieausstrahlung haben. Und um den Bereich der 7 Hertz ist unser Standard für eine normale Funktion des Systems an elektromagnetischer Energie. Wir sollen auch aufpassen. Wie reagiert meine Haut, wenn ich warm angezogen bin oder wenn ich nackt draußen gehe? Reagiert völlig anders. Weil eine unterschiedliche Wärmeenergie bei der Haut jetzt hier und draußen. Entsprechend ziehe ich mich an, damit ich eine gewisse zwischen 35,1 bis 36,6 Grad Celsius Wärmeenergie in mir habe. Dann arbeitet mein System optimal. Aber draußen bei 4 Grad, dann werde ich zittern. Ich werde kaum konzentrieren, nach einer Stunde werde ich kaum laufen. 3 Stunden flach. So. Wie reagiert die Haut? Die Haut ist ein wichtiges Organ, wo Informationen hineinlässt und Informationen rausläutert. Die Haut, man sagt Haut, aber hat eine multifunktionale Ebene unter der Haut. Registriert alles. Und warum verbrennt die Haut, wenn wir stundenlang im Sommer unter der Sonne sind? Durch diese Verbrennung
kommen nicht so viele Photonen durch im System, damit die weitere tiefe Schichten verbrennen können. Also die Verbrennung ist ein Schutz für die Funktion unseres Systems. Wir haben eine andere Philosophie bei den Experimenten, die wir gemacht haben. Und ich habe die Frage gestellt bei einem Mikrobiologen, Professor, Kollege von mir in Bulgarien. Sag mal, Krebszellen, wenn das System die Voraussetzungen für Krebszellen schafft, aus welchem Gründen? Und Krebszellen nicht entstehen, was könnte das passieren? Oh, große Zellen. Also, wir betrachten jede Krankheit als einen Schutz und eine bewusste Informationseintragung. Hey, wach auf! Hier einiges Wunst. Rennen zum Arzt und dann Operation, Bestrahlung, Chemotherapie und das Ganze. Maßnahmen für diese Geschwulst. Warum ist diese Geschwulst entstanden? Weil etwas Falsches die betreffende Person gemacht hat. Einfach. Was? Sind viele Gründe. Aber etwas Falsches hat gemacht. So, andere Fragen? Jungs, die drei Jungs da unten, die drei Musketiere. Fragen stellen? Ja, vielleicht das elektromagnetische Energiefeld, Ja, hallo. Also das elektromagnetische Energiefeld, wie kann man das noch... Also gesondert stimulieren, kann man da irgendwas noch machen? Es gibt ja zum Beispiel auch so Matten, auf die man liegen kann, Elektrofeldmatten. Pass auf. Wenn ich zum Essen gehe, dann esse ich eine Portion. Nein, esse ich nicht, weil ich bekomme Beschwerden. Wir brauchen eine gewisse elektromagnetische Energie. Potenzial, um das System optimal zu arbeiten. Wenige oder mehr bringt Probleme. Ich war bei Professor Pop in Neuss vor viele Jahre, Freund von mir, leider, ich habe gute Freunde verloren, ist gestorben. Und wir waren zusammen in der Dunkelkammer, um die Biophotonen zu messen. Bei der ersten Untersuchung war draußen. Da war die Maschine. Über 900 Biophotonen gemessen. Etwas stimmt nicht. Dann ruft sein Sohn, er bleibt an den Computer und da kommt rein. Vielleicht hat er gedacht, mache ich etwas und ich habe so viele Biophotonen ausstrahlen, damit ich selbst überzeugt bin. Und wir haben dieses Experiment seit 7 Mal. Statt 7 Mal, 18 oder 19 Mal, glaube ich, gemacht. Um die 900, 800, 95, 910, um die 900. Dann hat die Idee bei der Male und ich hatte 900 Biophotonen, Ausstrahlung und so. Normaler Mensch hat 80 bis 100. Biophotonen ausstrahlen. Warum habe ich 900? Weil ich in der Lage bin, ich weiß nicht, wie das geht oder wie das läuft, eine gewaltige Energieaktivierung habe. Und wenn ich will, bei der rechten Hand, bei der linken Hand, bei der Fuß. Ich habe noch mit der Wärmekamera auch Experimente gemacht. Die Wärmeenergie von meiner Hand. Wenn ich 20 Minuten meine Hand auf die Haut halte, ist das Hautverbrennung.
nicht bei mir, bei dem anderen. Das alles dokumentiert, fotografiert. Also wo kann ich diese gewaltige Energie aktivieren? Woher kommt sie denn? Das weiß ich nicht. Im Gehirn, wir haben um die 100 Milliarden Grammzellen. Und jede Zelle tauscht Informationen mit anderen. Wissen Sie, wie viele Milliarden Informationen entstehen? Und die Energie mit Biophotonen, nicht mit biochemischer Energie, elektromagnetischer Energie. Also sind Milliarden, vielleicht mehr als vielleicht Trillionen Informationen pro Sekunde, wo Informationen nur im Gehirn ausgetauscht werden. Oder wir untersuchen eine Zelle. Es gibt Zellen mit einer Energieaktivierung, Mitochondrien. Es gibt mit einer Mitochondrien. Es gibt Zellen mit 100 Mitochondrien. Warum diese gewaltige Unterschied? Weil diese Zelle mit 100 Mitochondrien aktiviert und verbraucht natürlich mehr Energie. Was machen die Mitochondrien? Die spalten die Zucker und gewinnen die an Energie. Aber eine Mitochondrie mit 100 Mitochondrien ist ein gewaltiger Unterschied. Was eine Zelle in der Lage ist, Energie zu aktivieren, im biochemischen Bereich. Aber biochemische Prozesse werden gesteuert von elektromagnetischer Energie. Photonen. Also wir haben mit gewaltigen Zahlen und mich reizt das Ganze, mehr zu erfahren und welche Mechanismen sind in der Lage, gewaltige Energie zu aktivieren, zu verarbeiten. Gewaltige Mengen Energie, wo man überhaupt nicht denkt. So, andere Frage, Leute? Jetzt beginnt die Übung zur Stressabbau. Wenn ich die Aura sehe, naja, ich bin nicht so gerade zufrieden, weil es gibt chronische Energiedefizite, auch in welchem Bereich? In welchem elektromagnetischen Bereich, biochemischen Bereich, Umgebungsbereich von verschiedenen Krankheiten. Wir sind ein Empfänger von unserer Umgebung, Energie, und ein Sender, wir senden auch Energie in der Umgebung. Das ist ein Energieaustausch, das Leben. So, nehmen Sie eine gemütliche Stellung, Brille ab. Sind die Füße warm oder kalt? Dann erlaubt. Aber der Boden ist kalt. Fußboden heißt, so ist das? Ja. Dann ist es so. Ich habe gar keine Energieverlust. So, entspannte Lage, mit einem Lächeln bitte. Augen zu. Eine Gebet im Stille an Gott. Der Gott gibt uns Leben und gibt uns Energie und viel Glück. Aber wir sind diejenigen, die ihn verraten. So, lassen mal die Brust tief fallen. Das heißt, give Modus. Entspannen Sie sich. Immer in die Tiefe, wenn Sie ausatmen.
Es ist ganz leicht. Ich habe mir gedacht, es ist vielleicht ganz gut, wenn ich ein bisschen was erkläre, weil der Christus macht den sogenannten Giftmod. Seine Art. Ja. Geht das? Ja, wir müssen noch hier abschalten. Also der Christus macht den sogenannten Gifmod, seine Art der Meditation und Heilung, schon seit 75 Jahren und für ihn sind diese Vorgänge da ganz normal. Und darum haben wir bei den Seminaren immer wieder Menschen, die meinen, wir schlafen hier nur. So ist das nicht. Es geht darum, dass wir durch eine Tiefe, die erreicht wird, in dieser Konzentration auf die Atmung von oben, von der kosmischen Energie, von Gott, ganz viel Energie in uns hineinziehen. Dadurch wird das Feld jedes Menschen, aber besonders jener, die ein hohes Bewusstsein haben, wie jeder Heiler arbeitet an sich und ist bestrebt, nach den kosmischen Gesetzen zu leben. Darüber brauche ich nichts zu sprechen. Ich denke, alle, die hier sitzen, wissen darüber Bescheid. Es ist so, was wir tun, ist, wir bauen dieses energetische Feld damit enorm auf mit diesem Giftmod. Das heißt, wir denken zuerst, Gott hilf. Wenn ich das denke, und ihr werdet das auch bemerken, dann spüre ich sofort, wie in den Händen die Energie spürbar ist. Dann schließen wir die Augen und konzentrieren uns auf die Atmung. Wir atmen kurz ein und tief und lang aus. Durch das Ausatmen, aber die Luft wird nicht rausgepresst, sondern sie wird richtig langsam, man lässt zu, dass die Ausatmung ganz tief geht und dabei entspannt sich der Körper bei der Ausatmung. Und so können wir mit der Zeit mehr Sauerstoff aufnehmen, auch wenn die Einatmung kurz ist, weil durch dieses lange Ausatmen kommt Kohlendioxid raus. Und ihr werdet merken, dass ihr dann nach einer Weile eigentlich sehr erfrischt seid, weil mehr Sauerstoff bedeutet mehr Zirkulation im elektromagnetischen Feld und durch die Konzentration auf die kosmische Energie ziehen wir die Photonen einfach an. Dadurch erweitert sich das Feld immer mehr. Wie funktioniert Heilung? Ein Heiler kann dann effektiv heilen, wenn er imstande ist, seine Gedanken zur Ruhe zu bringen. Von irgendwo kommen dann Gedanken, die sind aus einem höheren Teil von uns selbst, jenen Teil, den wir die Seele oder Gott nennen. Und dem folgen wir dann, unserer Intuition. Wir wissen dann genau, was ist zu tun. Und wenn wir in dieser Gedankenstille bleiben und Gott um Hilfe bitten für jene Person, der wir helfen, kriegen wir die Informationen, vielleicht die Hand aufzulegen oder uns auf diese Stelle zu konzentrieren, wo das Problem ist, dann verändern sich die Dinge ins Positive. Wenn die Menschen, denen wir Energie senden, und das merkt ihr auch während der Meditation, während dieses Giftmods, da treten verschiedene Dinge auf. Manche sehen Bilder aus der Vergangenheit, vielleicht Ereignisse, die nicht so schön waren. Dann beginnt sich hier etwas zu verändern. Es reinigt sich etwas und plötzlich erleben wir im Außen eine ähnliche Situation und siehe da, wir können anders reagieren, ohne Angst, ohne Wut. Und damit erschaffen wir uns neuerlich keine neue Blockade, sondern wir haben gelernt, anders zu reagieren, weil die alte Programmierung von früher ist weg. Im Grunde ist es so, wie wir uns fühlen, machen wir mit unseren Gedanken. Wie wir über die jeweilige Situation denken, so ist sie für uns. Für manchen mag das furchtbar sein, für den anderen das. Aber ob es überhaupt furchtbar ist, bestimmen wir unsere Ansicht darüber. So ist es gut zu lernen, die Dinge durchziehen zu lassen.
keinen Ärger zu haben. Wir sind Menschen. Gut, wir haben Gefühle, Gedanken. Die Frage ist nur, schaffen wir es, diese negativen Gefühle, die ab und zu in unser Leben durch verschiedenste Situationen kommen, für 2 Minuten, für 5 Minuten zu haben, oder brauchen wir Tage, Monate, Jahre, um das wieder hinter uns zu lassen? So lernen wir, den Gleichmut anders zu reagieren. Und wenn wir auf unser Leben zurückblicken, jeder von uns erlebt Dinge, die unangenehm sind, mit denen wir nicht klarkommen, und wir geben oft den anderen Schuld. Die Wahrheit ist, es gibt keine Schuld, es gibt nur Reaktionen. Wie reagieren wir mit unseren Gedanken und Gefühlen auf die jeweilige Situation? Und was ist Karma? Karma ist nichts anderes, wie die Dinge in unserem Leben kommen. Wir treffen Entscheidungen, wir setzen mit dieser Entscheidung eine Ursache, und das, was wir dann erleben, ist die Wirkung von dem Ganzen. Natürlich können wir uns immer wieder umentscheiden, und wir sollen auch oft darüber nachdenken, warum haben wir in jenen Situationen so und so gedacht. Vielleicht war da Angst vor irgendwelchen Dingen. Die Angst blockiert uns oft, denn wir glauben, dass das oder jenes geschehen wird. Und wenn wir im Rückblick aber unsere Ängste ansehen, dann wissen wir, nichts von all diesen Dingen ist passiert. Es war nur die Angst da. Also müssen wir lernen, einfach aufzuhören, in diese angstvollen Gedanken reinzugehen. Wir sollen uns selber zuhören und uns einfach stoppen. Dann sind wir fähig, die vielen Möglichkeiten, die uns das Leben bietet, zu erkennen. Die Möglichkeiten sind ungeahnt, nur wir selber blockieren uns. Wenn wir jetzt dann in die Meditation gehen, in den GIF-Mode, den schon der Großvater von Christus ihm gelehrt hat, dann werdet ihr sehen, dass ihr in Bereiche kommt, wo Gedanken kommen. Konzentriert euch auf die Atmung. Immer wieder hin auf die Atmung und auf das Spüren der Energie, vielleicht in den Händen oder am Scheitel. Dort, wo ihr die Aufmerksamkeit hinlenkt, dort spürt ihr die Energie. Konzentriert ihr euch auf die Hände, ist die Energie in den Händen. Konzentriert ihr euch auf Dinge, die schmerzen, dann wird dieser Schmerz verstärkt, aber weil er geheilt wird. Denn dort verändert sich dann alles und wir bleiben mit der Aufmerksamkeit so lange dort, bis die Dinge sich weniger schlimm anfühlen, dann bis sie weg sind. Wenn wir eine Heilung für verschiedene vergangene Situationen an uns selbst machen wollen, dann denken wir kurz an das, konzentrieren uns auf die Atmung und die Bilder, die dann kommen, die lassen wir einfach nur durchziehen. Wir kriegen dann quasi von unserem Unterbewusstsein erklärt, wovor wir Angst haben, warum, und alles wird verständlich. Und wir können das ziehen lassen. Nicht über das, was gezeigt wird, nachdenken, sondern einfach ziehen lassen. Genauso gut ist es jedoch, wenn ihr gar nichts wahrnimmt. Dann kommt nämlich ganz etwas anderes. Dann kommt eine Heilung auf einer ganz tiefen Ebene. Kann sein, dass ihr einfach das Bewusstsein sogar verliert, sprich in den Schlaf geht und ganz tief geht, dann reinigen sich Dinge auf einer ganz tiefen Ebene. Und als ich vor mittlerweile, ich glaube es sind jetzt 12 oder 14 Jahre, genau weiß ich es nicht, mit der Meditation vom Christus begonnen habe, habe ich dann gemerkt, dass ich plötzlich, wenn die Menschen zu mir kommen, Dinge durch mich geschehen, die vorher nicht geschehen sind. Ja? Das ist höchst interessant. Also es ist eine Weiterentwicklung, einfach durch diese einfache Meditation, durch diesen GIF-Mode. Es sieht so einfach aus und man glaubt nicht, dass da irgendwas Besonderes wäre. Aber für mich habe ich festgestellt, es ist etwas sehr Besonderes. Und man selber wird ganz einfach. Man wird sehr geerdet. Und ja, das Leben beginnt dann leichter zu werden, denke ich mal. Aber jedem, was jedem gefällt.
Gut, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterstützen. Und ja, ich gebe das Wort weiter an den Meister. Vielen Dank. Also GIF-Mode, deshalb das hat irgendjemand mal erfunden. Ich weiß es auch nicht, warum es GIF-Mode heißt. Aber es ist einfach, wie gesagt, das kurze Einatmen, tief und lange Ausatmen. Und beim Ausatmen entspannt sich der Körper. Wir programmieren uns mit unseren Gedanken. Also denkt kurz, beim Ausatmen entspannt sich mein Körper. Und ihr werdet sehen, dass es dann so ist, dass ihr dann tiefer kommt in dem GIF-Mode. Ist es egal, ob man durch die Nase oder durch den Mund ausatmet? Nochmal lauter. Ist das egal, ob man durch egal. Die Nase oder durch den Mund ausatmet? Egal, sagt. Danke. Gut. Und das heißt, wenn ich also jetzt einschlafe, das gehört zum Prozess. Ja. Also ich klinge mich da nicht aus, weil ich einfach müde bin, sondern das Einschlafen gehört zum ganzen Prozess. Ja. Weil durch diese Atmung fangen Heilungsprozesse. Und die Atmung führt uns zu tieferen Ebenen, wo Heilungsprozesse entweder passive oder dynamisch anfangen. Wenn ich zum Beispiel in die tiefe Region diese Atmungstechnik gehe, dann schlafe ich ein. Und ich habe den Fall untersucht mit Messungen, dass vor dem Einschlafen ich bin erschöpft. Und das ist ein natürliches Vorgang, wenn man erschöpft ist, schläft ein. Wenn ich zum Beispiel viel Arbeit habe und gehe an diese Atmungstechnik, dann schlafe ich oft täglich. Oft. Abends kommt der normale Schlaf. Aber der tägliche Schlaf ist nicht ähnlich wie der Abende. Wir haben mit zwei Professoren in Bulgarien gesprochen. Wir wollen in einem Schlaflabor den Fall untersuchen, weil das ist ein ungewöhnlicher Fall. Weil die Wissenschaftler untersuchen den normalen Schlaf, aber nicht den Schlaf in Trance. Wir wollen messen, was für Sauerstoff, was für Kohlendioxid, wie die Blutbildung sich ändert. Wir gehen in der Physiologie danach. Dann versuchen wir, Prozesse zu entdecken, wo die natürlich weiter für die kranken Menschen geeignet sind. Man kann mit Schlaf gesund wieder werden. Man kann mit Atmung wieder gesund werden. Wenn man schwer krank ist, bekommt man nicht so viel Sauerstoff. Dadurch entsteht eine Müdigkeit durch den Sauerstoffmangel und die überflüssige Kohlendioxid in der Lunge oder im Blut. Also wir machen physiologische Untersuchungen, diese Parameter besser zu verstehen. Das ist eine Wissenschaft. Ja. Und wir haben verschiedene Projekte für die Zukunft. Das andere ist ein Problem, weil mehrere Wissenschaftler wollen mit mir Experimente machen in diesem Bereich. In Russland, in Amerika, in verschiedenen anderen Ländern, auch in Türkei. Aber ich habe die Zeit nicht, die bereit, wie eine Zigeuner vom Land zum Land zu gehen und Experimente zu machen. Wir schlagen jetzt neue Wege in der Medizin, wo Veränderungen gebracht werden, ohne den Einfluss von Medikamenten plus Nebenwirkungen. Danke. So, jetzt geh mal Augen zu.
ich habe auch eine Frage. Ich habe jetzt eben festgestellt, dass es mir schwer gefallen ist, in die Ruhe zu kommen. Ich hatte mein linkes Bein, es war ganz unruhig, innerlich. Also unruhig. Wie Restless Next Syndrom, kenne ich gar nicht. Unruhig? Ja, so wie mein. Ja, da, bei einigen Leuten, weil diese Unbeweglichkeit, die sind nicht gewöhnt, so lange Zeitabstände ganz ruhig zu bleiben. Das habe ich die letzten Tage und Male gar nicht wahrgenommen. Jetzt, heute eben. Das wird schon. Aber das bedeutet, dass sie nicht gewöhnt sind und Teile des Körpers rebellieren. Die sind gewöhnt in der Bewegung. Und die haben die Bewegung. Manchmal, wenn ich vorhabe, ein paar Stunden zu meditieren, dann schlafe ein Herz ein, das andere wird nicht so richtig mit Blut zirkuliert, dann habe ich diese Ameise und so weiter. Das kommt darauf an, von dem Zustand des Systems. Aber das ist ein gutes Zeichen. Gut. Danke. Geht's jetzt? Ja. Nein, geht nicht. Ich hab's zerstört. Oh je. Das ist auch eine Frage. Ja. Nein, da war nicht. Als wenn man heilerisch tätig ist, sollte man in Trance sein? Ist das wichtig? Trance, wir brauchen diese Trance, wir brauchen diese Tiefe, wir brauchen diese Ruhezeit, damit wir Fähigkeiten entwickeln können. Und während der Heilungssitzung sollte der Heiler in Trance sein? Ja, ganz kurz. Ja. Das alle haben die gestern, sie haben alle gespürt, meine heiße Hand. Weil in diesem Moment aktiviere ich meine Energie und ich lasse sie los, ich steuere sie zu der Stelle, wo krank sind. Aber gestern haben wir einen sehr großen Erfolg gehabt. Heute natürlich machen wir das weiter. Möchte noch jemand was sagen? Ich habe noch eine Frage. Könnte man das auch auf Distanz jetzt für andere anwenden, jetzt für ein Tier oder für einen anderen Menschen? Natürlich, die sogenannte Fernheilung. Ich habe Experimente gemacht zwischen Japan, Kyoto, St. Petersburg, Sofia und Stuttgart, Feuerbach. Mit dem Institut für Kommunikation und Gehirnforschung. Sofia und St. Petersburg habe ich die Temperatur des Wassers steigen gelassen. In Freiburg, in Feuerbach, Stuttgart, ich war mit Elektroden im Kopf, wir haben eine Messung gemacht, während in Kyoto, und auch eine Patient in Feuerbach. Dann habe ich festgestellt, dass die Wellen identisch sind zwischen Heiler und Patient. Das ist kein Zufall. Dann natürlich habe ich mir die Gedanken gemacht und seine Schmerzen waren weg. Wie ist das möglich? 15.000 Kilometer Distanz und kreisförmig. So solche Phänomene erzeugt zu werden. Das war keine Zufälligkeit, dass das Wasser bestimmte Grad, Temperatur höher geht. In Sofia mit Professor Antonov und in St. Petersburg mit Professor Karatkov. Und auch hier in Deutschland
die Schmerzen verschwinden und die Wellen des der beiden Gehirne waren identisch. Das ist keine Zufälligkeit. Jetzt natürlich entsteht die Frage, wie ist das möglich, Gehirnwellen so eine Distanz von 15.000 Kilometern, so solche materielle und funktionale Änderungen zu schaffen. Das wissen wir nicht. Aber Experiment bestätigt das. Wir haben mit vielen, durch meine Experimente, wir haben viele Phänomene getroffen und natürlich das hat uns mit vielen Gedanken beschäftigt. Wie ist das möglich? Okay, wenn ich anrufe von hier, das Signal, von diesem schwachen Signal von meinem Handy, geht irgendwo in einer Station. Dieses Signal wird verstärkt und geht zum Satelliten. Von Satelliten wird in andere Stationen und ich kann jetzt mit Australien sprechen. Vor 100 Jahren, das war nicht zu glauben, aber heute jedes Kind benutzt diese Methode. Ja. Und das ist die Arbeit von der allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein. Er hat uns Gleichungen gegeben, Mathematik, und wir erreichen heute diese Leistungen. Morgen wird natürlich etwas anderes. Das war undenkbar bis 1915, dass wir Computer, Handys und verschiedene andere natürlich Kommunikationsformen durch diese Theorie entstanden worden sind. Durch meine Experimente mit verschiedenen Professoren, die sind jetzt 14 Professoren beteiligt, wir versuchen Phänomene zu erklären, wo wir überhaupt nicht wussten. Das war eine Auseinandersetzung mit jemandem, eine Dame. Er hat mich Betrüger genannt. Und sie hat nie geglaubt, weil nie geglaubt an meine Fähigkeiten. Dann habe ich gesagt, wir machen ein Experiment. Ja, was für eine? Sie tragen eine blaue Slips mit zwei Löchern. Sie ist geschockt worden. Ich habe gesagt, bitte untersuchen Sie, ob ich die Wahrheit gesagt habe oder nicht. Die wollte das nicht. Nein, ich beste. Das war eine Auseinandersetzung. Dann kamen andere Leute und sagten, Moment mal, okay, Sie brauchen nicht Ihren Rock hochzuziehen. Hier, gehen mal rüber. Mit Gewalt ist sie rübergegangen. Des Slips mit zwei Löchern. Das war ein telepathischer Vorgang, wo ich auch natürlich Expert war während der Militärzeit, wo ich Telepathie-Experimente mit noch 7 Leuten im NATO-Bereich gemacht hatte. Und die wollten die Amerikaner mich nach Amerika schleppen. Okay, ich habe das verneint. Und warum sind verschiedene Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten? Einfach, die kommen in einen psychischen Zustand, in einen tiefen Zustand der Entspannung, wo automatisch Mechanismen
in Betrieb kommen. Wir haben viele Fähigkeiten und viele Mechanismen, Informationen zu bearbeiten. Aber wie komme ich zu diesen Informationen? Wenn ich ganz ruhig, also das bedeutet, wenn ich in einen, kann man sagen, Wachtranszustand komme. Und wenn ich diesen Wachtranszustand erreiche, da der Schlafzustand ist in der Nähe. Und wenn dieser Wachtranszustand dynamisch ist, dann verbrauche ich eine gewisse Energie, die auch durch diese Energie, wir kommen zu diesen Gleichungen, zu dieser Energie verbraucht, Energiedefizit, dann kommt der Schlaf ein, an die Grenze des Schlafens. Dann denke ich, okay, das habe ich diesen Wachtranszustand erreicht. Diese Übung bringt uns sehr viel. Das ist der Anfang. Jeder Anfang ist schwer. Ich habe sehr gute Heiler in meiner Schule erzeugt. Jemand hat 7 Jahre bei mir, sehr gute Heiler. Aber die Arbeit macht der Meister. Arbeitet, üben. Ich übe noch. Diese Psy-Diagnose in Basel, bei der Weltkopf-Psy-Tag in Basel, ich habe 6 Monate geübt. Dann habe ich auf den Kopf getroffen, die Krankheit und die Beschwerden und noch mehr dazu. Dann sind die Leute natürlich gewundert. Aber die Arbeit, die ich natürlich gemacht habe, 6 Monate vorher, das war für mich eine Leistung in Trans und weiter und weiter und untersuchen in Transzustände, meine Energie verbraucht in verschiedene durch Gedanken und Gefühle zu qualifizieren, bis ich den Kanal zu der Psy-Diagnose erreicht habe, auch im Wachzustand. Wenn man im Sommer vor allem im Café sitzt oder auch im Winter in einem draußen, im Winter drinnen in einem Restaurant oder in einem Café, dann betrachte ich, was guckst du so blöd? Ja, siehst du, die hat einen Tumor auf der Wirbelsäule. Tatsächlich, sie ist aufgestanden, sie hat ihre Kapitel und sie konnte kaum laufen. Ach, du weißt alles. Oder sie hat Kopfschmerzen, sie bekommt Migräne. Und seit x Jahren. Die kommen, wenn ich in Ruhe bleibe. Dann werde ich heute gefährlich. So, und das ist mein Leben. Das ist meine Training, das ist die Richtung, die ich als kleines Kind so angeboren und weitergezogen habe. Das ist hochinteressant, die Informations überhaupt kontrollieren. Die Informationen kontrollieren. Informationskontrolle ist sehr wichtig, weil das Leben Informationen ist. Jemand hat Karl Friedrich Gauss, der große deutsche Mathematiker, gefragt, was ist Mathematik? Er hat gelacht, Informationen. Weil der Gauss war so angeboren. Er hat von der Lehre Schläge bekommen, weil er wusste mehr über Mathematik und über Algebra als der Lehre. Phänomen, was ist Phänomen? Einfach ist so geboren, angeborene mathematische Fähigkeiten. Und wir haben auch natürlich das Phänomen, weil noch 3 großartige Mathematiker, die wussten von Mathematik gar nichts. Durch Unfälle. Nach dem Unfall, er wusste schwierige mathematische Probleme lösen.
und auch natürlich andere Leute anderer Fähigkeiten zu entwickeln. Das war ein Kind, in meiner Nachbarschaft, ich war mit Opa zusammen. Ich habe einen Tag vorher, ach Opa, weißt du, der Zacharias wird sterben. Ein Kind von 2, 2,5 Jahren. Er hat sich konzentriert. Er wollte, ich habe das Gefühl, er wollte mir sagen, du hast recht. Ich habe einfach diese Informationen abgesagt. Dann beim Spaziergehen, nächsten Tag, tatsächlich ist das Kind überfahren worden von einem Auto. 2,5 Jahre. Und einen Tag vorher habe ich geweint. Aber, und das hat mich so belastet. Ein kleines Kind. Aber so ist es gestern. Genauso, ich habe die Fähigkeiten von Opa. Ja, der Opa hat das vorausgesagt. Sind Phänomene, wo wir in Beziehung kommen nach Training. Genauso Olympiasiege. Der eine hat weniger als 10 Sekunden die 100 Meter ist gelaufen. Der Mann hat trainiert, 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 trainiert. Die Arbeit macht der Meister. Und viele andere. Wenn Sie natürlich Erfolg haben wollen, mit besonderen Fähigkeiten, arbeiten, arbeiten und weiter arbeiten. Ich arbeite auch mit meinen Fähigkeiten. Und ich entdecke Seiten, wo ich überhaupt nicht geahnt hatte. Das war der Concorde, der französische Flugzeug, wie eine Rakete. Eine Concorde ist natürlich durch einen Unfall kaputt gegangen und seitdem, die haben aufgehört mit hohen Geschwindigkeiten. Die haben ein Problem, die Franzosen gehabt, dass bei einer gewissen Geschwindigkeit der Rumpf ist stark vibriert. Und ich habe Angst, dass der Rumpf auseinanderläuft. Ich habe gesagt, nein, ich sehe das nicht. Und ich habe die Stelle genannt, warum diese Vibration. Und die Franzosen sind sofort, das war eine Deutsche aus Katin, Frankreich gearbeitet und er hat mit mir bei dieser Stelle auseinandergesetzt und ich habe die Stelle gefunden. Aber dass eine Concorde gefallen auf der Erde wurde, dann haben die auch gehört und die Kosten waren auch sehr hoch. Woher wusste ich, dass in dieser Stelle, ich war nicht mal in einem Concorde-Flugzeug gewesen. Aber irgendwie, welche Kraft oder welche Kräfte haben mich geführt, dass an dieser Stelle die Ursache der Vibration ist? Ich wusste auch nicht. Ich habe auch mit den Plänen mich beschäftigt. Natürlich, ein Flugzeug hat viel Mathematik in der Aerodynamik. Ich habe keine Aerodynamik studiert. Bei Flugzeugen und Raketen und so weiter. Das sind Fähigkeiten, wo ich Informationen dadurch abzapfe, wo ich überhaupt keine Ahnung habe. Das kommt darauf an, wie man die Fähigkeiten benutzt, zum Guten oder zum Schlechten. Und damals, der Dr. Sulis, der Psychiater, der Kriegsamerikaner, war hoher Militär, der mich nach Amerika bringen wollte,
Experimente zu machen, wo ich das verneint habe. Er sagte, ich hätte uns eigentlich haben genügend Fähigkeit, auch in der Duke-Universität North Carolina. Ich habe Experimente mit Professoreien gemacht. Sie wissen vieles nicht. Und ich habe über 98% Treffer geworden von seinen Karten. Was für eine Karte kommt das? Wellen. Was für eine Karte kommt das? Dreieck. Und dann habe ich eines Tages gesagt, Professor Rhein, kommt die Wellen, kommt der Dreieck, kommt der Kreis, kommt das, bevor er. Und dann tatsächlich, bei dem nächsten Experiment, er hat festgestellt, die Reihe von der Karten, was ich ihm gesagt habe. Da kam auch die Polizei. Die wollten mich nicht einsperren, aber die wollten, dass ich für denen arbeite. Das war keine Polizei, gewöhnliche, vielleicht FBI oder ich weiß es nicht. Also, man kann seine Fähigkeiten, Telepathie-Fähigkeiten in verschiedene Richtungen benutzen und naja, dann ist jeder verantwortlich für seine Arbeit. Also, mit dieser Übung, Sie können ungeahnte Fähigkeiten entwickeln, Intuition vor allem, Entscheidungen zu treffen, richtige Entscheidungen zu treffen. Ich habe ein Projekt, Kristallisation des Fettes, zum Beispiel Butter. Das war ein Verfahren, wo der Butter wird kristallisiert, braucht man einen Kühlschrank. Auch andere Produkte durch Kristallisationsmethode, die brauchen keinen Kühlschrank, wo auch teuer kostet. Das war in Persien, Saregirung. Das war ein Projekt von damals, 500 Millionen Dollar. Ich habe gesagt, nein, machen Sie das nicht. Sie verlieren alles, weil ich sehr viel Blut in Persien. Tatsächlich, das war die Revolution. Und der Mann hat 500 Millionen natürlich nicht verloren. Da hat die Krönung. Und viele andere Aussagen. Ich habe auch mit vielen großen Projekten gearbeitet. In manche in gefährlichen Sinne. Aber heute ich will meine Ruhe. Also Leute, üben, üben und wieder üben. Ja. Du hast in deinem Buch eine Formel aufgeschrieben, die du bekommen hattest von Außerirdischen. Kannst du was dazu sagen? Was? Eine Formel, die du von Außerirdischen bekommen hast im Buch. Was kannst du dazu sagen? Ja, Mathematiker. Heute die beschäftigen auch bulgarische Mathematiker Mitglied der Bulgarischen Akademie der Wissenschaft, Professor Klutschew, hochkarätige Mathematiker. Spielt keine Rolle, ob er eine Bulgarisch oder eine Mongole. Intelligenz ist Intelligenz. Der Professor Andonov, wo ich auch mit viele Jahre zusammengearbeitet hatte, war auch in der Beteiligung in Russland für die Entwicklung der Wasserstoffbombe, hochkarätige Nuklearphysiker. Leider ist voriges Jahr gestorben. Freund von mir. Und der Klutschew hat mit dieser Form auseinandergesetzt. Ich verstehe die Symbole nicht. Aber die haben eine logische Reihe.
weil einige Symbole werden sich wiederholt und die Stelle, ich weiß nicht, wie was durch Mathematiker untersucht hat. Aber die haben eine sehr scharfe Logik, wo wir überhaupt nicht an. Klar, in ein UFO von Millionen, von vielleicht Lichtjahren, große Entfernung, uns zu besuchen. Ich glaube, dass es Außerirdische existieren. Ich kann nicht sagen, wir haben hier eine Gruppe von Sternen unserer Galaxie, die um die 100 Milliarden Planeten hat. Unsere Galaxie hat über 100 Milliarden Planeten. Aber die meisten natürlich werden sie nicht bewohnt. Aber eine davon, wenn eine davon bewohnt wird und auch 1000 Jahre oder 2000 Jahre oder 10.000 Jahre im Voraus ist, diese Menschen, oder wie weit sind die entwickelt? Wie weit ist unsere Zivilisation vor 200 Jahren? Die ersten Autos in primitiven Sinn, aber damals war eine Sensation. Und wer hat gedacht, dass diese Autos mit heutigen natürlich Kenntnissen, die primitive sagen wir, wo die damals eine Sensation waren, was für eine Entwicklung. Und die Verbrennungsmaschine und die Dampfmaschine, da war die, und die Mathematik, Physik, physikalische Formen, was alles für einen Stoß. In den Kapitel 200 Jahre, was wird in 1000 Jahren? Wir ahnen nicht. Wir werden viele, die Menschen, die nachkommen, die werden viele Rätsel, was wir als Rätsel wie betrachten, lösen. Einfach kommt einer, macht eine mathematische Entwicklung und wird viele Probleme gelöst, werden viele Probleme gelöst. Heute die Kriege werden auch durch Mathematik analysieren. Die Kriege, jetzt dieser Krieg, die wissen schon, wie viele werden gestorben, was für Schäden, wie viele Milliarden Schäden, wo und welche Richtung, die wissen schon. Mathematik, was war Chemie vor 200 Jahren, 300 Jahren, 400 Jahren. Aber da war der Anfang, was kommt die, was für Formen hat die Entwicklung, 100 Jahre, 200 Jahre, 500 Jahre, 1000 Jahre, 100.000 Jahre, ob noch existieren werden hier auf der Erde, wie Transport, ich glaube nicht, Teleportation, das verschwindet und der Kaffee oder der Tee trinkt mein Bruder in Griechenland. Er bestellt einen Kaffee, okay, ich bringe das. Knopf drücken, sofort bekommt seinen Kaffee von hier. Wir werden viele Rätsel und viele auch natürlich in der Technologie ungeahnte Möglichkeiten. Ich lese manchmal die moderne Physik, ich habe gesagt, was entwickeln die Leute? Moderne Theorien. Moderne Theorien. Vor allem die Mathematik. Mathematik ist die erste Wissenschaft, weil ohne Mathematik man kann überhaupt nichts vorangehen. Das war ein mathematischer Grieche in Ägypten. Und der Pharao wollte wissen, wie viele Blöcke braucht diese Pyramide. Der Grieche hat gerechnet. Aber der Anfang war die Bezahlung. Was wollen Sie für Geld? Er sagte, der erste Tag will einen Korn. Zweiter Tag will ich zwei Körner.
dritte Tag will 4, 8, 16, 4, 32, 64 und dann geht die Rechnung hoch. Und der Pharao, natürlich keine Mathematiker, hat so wenig. Aber da kam der Schlag auf den Kopf. Nach einer gewissen Zeit. Fast die ganze Ernte ist zur Bezahlung bei dem griechischen Mathematiker. Weil innerhalb von ein paar Minuten hat das Problem gelesen, wie viel Geld bekommt er. Und der andere natürlich lächerlich. Er hat das lächerlich gefunden. 1 und 2 und 4 und 8 und so weiter. Und ich habe eine große Ernte. Dann ist das, hat er sein blaues Wunder erlebt. Wir sind heute in der Lage zu trainieren. Es gibt Methoden, die ich auch entwickelt habe, Psy-Diagnose zu machen, telepathische Fähigkeiten zu entwickeln. Einmal kam eine von der Zeugefahndung als Kunde, wo er rein betreten hat, ich war so eine Gefahr gespielt, eine nervöse Situation. Dann habe ich mich konzentriert, ist doch gefahren. Ach, ich habe zunächst Kopfschmerzen und so weiter. Aber sie haben keine Kopfschmerzen. Sie sind hier, um zu sehen, was ich für Geld verdiene. Sie sind vom Finanzamt. Ich hat ihm einen Schlag getroffen. So. Wenn Sie eine Hausuntersuchung haben, bitte sagen Sie mir, was Sie brauchen. Der Mann war außer sich. Er hat seine Zunge geschluckt. Er sagte, ja, Sie haben recht, aber woher wissen Sie das? Ich habe das gelernt. Dann hat seine Frau mit Kreuzschmerzen mich gebracht und ich habe sie behandelt. Die Kreuzschmerzen waren weg. Na ja. Aber ist eine, diese Fähigkeit für einen Schutz? Oder wo, wie kann man diese Fähigkeiten benutzen? Zum Guten oder zum Schlechten? Aber immer für Gutes. Ich habe es wenigstens kein schlechtes Gewissen in meinem Leben. Und wie ich es lebe, auf Moral zu gründen, das gefällt mir. Und ich ziehe weiter. Ich möchte kein Millionär. Ich wohne in einer Mietwohnung. Wunderschön. Ich bezahle jeden Monat die Miete. Ich könnte viele Millionen heute haben. Aber nicht auf diese Art und Weise. Lieber wenige und ruhig schlafen, als viel Geld mit bestimmten Gefahren. Ich habe die Möglichkeiten, viel Geld zu machen. Aber ich habe diese Fähigkeiten nicht benutzt, um Geld zu machen, sondern kranke Menschen zu helfen. So Leute üben, üben und üben. Heile zu sein ist gut. Heile zu werden ist ein bisschen schwierig. Verschiedene Fähigkeiten zu entwickeln ist noch schwieriger, weil man braucht Arbeit und eine gute Lehre. Eine Lehre, die Erfahrung hat. Ich habe viel Erfahrung mit Experimenten und viele stundenlange, hunderte von Stunden Gespräche geführt mit verschiedenen Professoren, mit verschiedenen Fachleuten, auch bei der PET. Ich war zweimal in der PET-Untersuchung, Positronenemission, Tomograph. Und ich habe untersucht vor und nach und während eines Transits. Und wir haben einen Unterschied gefunden
wie der Energieverbrauch im Gehirn überhaupt stattfindet. Keine Heilige hat bis heute eine PET-Tomograph. Die wissen nicht mal, wie sie aussieht. Oder Kernspintomographie oder andere Experimente. Ich habe jegliche Erfahrungen, aber ich sage, ich bin noch am Anfang der Forschung. Wir machen Forschung heute. Mir interessiert, bewusst zu erfahren, wie das Ding funktioniert. Dann vielleicht kennen wir Heiler. Ich habe sehr gute trainierte Heiler, aber die trainieren sich richtig. Sehr gute Heiler. Und Heiler zu werden, braucht Arbeit. Heiler zu bleiben, braucht Arbeit, weil man muss trainieren, die Fähigkeiten zu erhalten. Aber hohe Leistungen, man muss viel trainieren mit einem sehr guten Lehrer. Leute, das Leben ist hochinteressant. Ich habe auch spontane Heilungen erlebt, aber die sind so selten. Natürlich die Materie, um spontane Zustände zu untersuchen, ist so selten, wir haben kaum Erfahrungen gemacht. Physikalische Erfahrungen oder mathematische Erfahrungen gemacht. Okay, wir wussten, ein Tumor, 3,5 cm, Länge, Breite und die Volumen und so weiter, alles exakt, die Maschine rechnet. Nächster Tag, wieder eine Untersuchung, der Tumor war nicht auffindig. Dann haben wir diskutiert, wie die Maschine hat uns falsches Bild gezeigt. Nein, die Maschine hat richtig gezeigt, das war eine Diskussion. Das war lustig. Und wo verbleiben wir, sage ich, war die Maschine die erste Untersuchung falsch und die zweite richtig? Und der Fall war die erste Untersuchung richtig und die zweite falsch? Und wir sind so geblieben, aber die betreffende Person hat keine Beschwerden. Wer sagt die Wahrheit? Ich sage, die betreffende Person. Er greift, er hat nichts mehr. Und er hat keine Beschwerden. Es gibt auch natürlich Schwierigkeiten bei der Untersuchung von verschiedenen Heilungen und Einstellung von Professoren. Ein Professor ist ein Professor seines Faches. Ob er glaubt an eine Heilung oder nicht, das ist eine andere Sache. Wie ein anderer Professor hat nicht geglaubt, dass ich in die Hände viel Energie habe. Dann er hat die Thermofotografien gesehen und er hat, ja, ich glaube es, weil eine Maschine misst bis Tausendstel Grad Celsius. Die Hand oder auf der Brust eine rote Flecke, wie meine Hand so groß, vorher nicht. Das sind Untersuchungen, die bestätigen das. Woher kommt diese Energie? Energie. Diese Wärmeenergie. Ja. Wie das System. Diese Energie, wir haben viel Energie. Wie das System diese Energie aktiviert, das wissen wir nicht. Wir sehen nur die Resultate, weil die Resultate werden gemessen und gezeigt. Jedenfalls nach so einem Experiment, ich werde erschöpft, weil wahrscheinlich die Energie wird an meine Hand konzentriert und woher kommt die Energie von dem ganzen System? Die Müdigkeit. Dann sage ich von der ganzen Kerbe. Aber dass ich normalerweise um die 900 Biophotonen pro Sekunde pro
Quadratzentimeter. Ist eine außergewöhnliche Energie. Wie diese Energie kommt, das weiß ich nicht. Es sind wahrscheinlich Mechanismen, die in dem Moment viel Energie erzeugen. Wir haben ungeahnte energetische Potenziale in unserem Körper. Ich habe noch eine Frage zu der Meditation. Ich bin hier. Genau. Also es gibt ja verschiedene Ansätze für Meditation, es gibt ja Zen-Meditation und so weiter und so fort. Und der Joseph Kalam. Ich höre ein bisschen schlecht. Hörst du mich schlecht? Moment, Moment. Jetzt kommt die Übersetzerin. Gut. Ja. Ja? Genau, also ich hätte eine Frage zu der Meditation. Es gibt hier verschiedene Meditationen, also Zen-Meditation zum Beispiel. Der Joseph Calano ist ja auch ein philippinischer Heiler, der hat auch das Konzept sozusagen von Theta-Wellen im Gehirn erzeugen durch Meditation, um in diesen Halbtrance-Zustand auch zu geraten. Auch was du gerade meintest mit der Ruhe, um dann halt Informationen von Geistführern und so weiter aufzunehmen. Und für mich ist jetzt die Frage, weil ich jetzt die zwei Tage auch nicht da war, wo genau liegt da der Unterschied? Wie genau hat die Atmung darauf Auswirkungen? Also wo ist da der genaue Unterschied und wie genau geht die Atmung vielleicht noch für mich technisch, weil ich jetzt zwei Tage nicht da war? Der Unterschied, welcher Unterschied zwischen deiner Meditation und der Zen-Meditation ist? Von der Zen-Meditation, ja. Wir haben sehr wenig experimentale Untersuchungen. Und wir wissen nicht, was für Kräfte werden erzeugt. Dass Kräfte erzeugt werden, das wissen wir, aber welche Kräfte? Wir sollen, sage ich immer, physikalische Untersuchungen. Wir brauchen Resultate. Und diese Zen-Richtung oder andere Meditationsformen muss experimentiert werden, um die Wissenschaftler überzeugt zu werden. Unsere Experimente, die letzten Experimente, sind bekannt worden. Der Professor Ignatow ist mit dem Gesundheitsministerium, mit einem Professor von dem Gesundheitsministerium in Kontakt. Und die beiden Professoren haben über meine Experimente gesprochen. Aber von unserer Seite, meine Experimente, sind beteiligt 14 Professoren. Und er als Professor kann ich sagen, weil ich in dem Gesundheitsministerium arbeite, ich glaube es nicht, weil die Professoren haben eine andere Sprache, Beweise, Resultate. Und wenn der Ignatow kommt mit Beweisen, Mathematik, Physik und so weiter und Resultate von den Maschinen, dann hat er keine andere Wahl, der Professor zu glauben. Es ist vielleicht auch so, der Christus beschäftigt sich seit 74 Jahren mit seiner Ideologie und kommt auf diese bestimmten Ergebnisse. Ja? Was andere tun, wir wissen das nicht. Du kannst im Leben vielleicht nur einen Weg einschlagen, in dem du erfolgreich bist, und du kannst nicht einmal das probieren und das geht einen Weg, wenn du siehst, du hast Erfolg und basta. Was andere tun, wir schauen nicht danach. Sie mögen alle auch ihre Fähigkeiten haben, ihre Ziele erreichen, aber du kannst nicht auf 1000 Wege schauen. Du musst einen Weg nehmen, da bleibst du dran, bis zum Ende. So würde ich das beantworten. Also wir gehen der Wissenschaft, wo Resultate rausgebraucht werden von Professoren natürlich. Und man hat keine andere Entscheidung, als das zu glauben.
Das ist die Sprache der Wissenschaft. Und natürlich sind mehrere Professoren, die wollen beteiligen in verschiedenen Experimenten in Amerika, in Russland auch, aber in Russland ist ein heißes Thema, wo wir Experimente machen werden. Ein Professor in Amerika, er wollte feststellen, er wollte messen, wie die Ausweichung eines Elektrons ist von der elektromagnetischen Energie in meiner Hand. Ein Elektron von einer Quelle geht direkt zu der anderen oder macht einen Bogen. Damit die elektromagnetische Energie durch Elektronen, auch vielleicht Positronen, messen kann. Das sind Untersuchungen, physikalische Untersuchungen. Okay. Wir haben auch im Jahrestraining, das wir veranstalten, ist es so, dass die Teilnehmer dann an verschiedenen Experimenten teilnehmen, wo mit physikalischen Messungen untersucht wird, wie die Fähigkeiten sich entwickeln. Das ist auch immer recht spannend. Und ich denke, es ist auch so, dass, weil manches Mal bei Heilungsprozessen oder bei Heilsitzungen hat man das Gefühl, man kommt nicht an das Ziel. Ja? Und es ist einfach die menschliche Komponente. Derjenige, der kommt, um geheilt zu werden, muss seinen Beitrag dazu leisten. Er muss die Dinge, die er offensichtlich in eine andere Richtung gemacht hat, um Energie zu verlieren, so hinbringen, dass die Energie, die übertragen wird, erhalten bleibt. Und deswegen sind wir ein Team bei der Arbeit. Und wenn man die Selbstheilung macht, dann ist es auch wichtig, dass man mit sich selbst ganz ehrlich ist und die Dinge ansieht und nicht zu früh aufgibt mit der Meditation. Einfach dranbleiben und das Leben verändert so, dass wir energiesparend leben, damit diese Energie, die wir auftanken, für die Heilungsprozesse bleibt. Also meine Ziele in der Intensivwoche in Griechenland kommen Professoren, die Messungen machen, sind Professoren. Und die Ergebnisse gehen zu einer Datenbank. Der Ziele hat diese Ergebnisse, die Ziele hat diese Ergebnisse und so weiter. Also eine wissenschaftliche Arbeit. Weil ich habe natürlich als Elektroingenieur vor über 45 Jahren die Gedanken gemacht, Moment mal, du hast Ingenieur studiert, du hast Mathematik, du hast Elektrologie, du hast Mechanik und so weiter. Jetzt mal kannst du Experimente machen. Dann habe ich mit deinen Gehirn Experimente angefangen, mit sehr guten Resultaten. Natürlich haben Wind die Bulgaren bekommen, die haben mich eingeladen. Dann habe ich mit Professor Donov und Ignatov, er war damals Physiker, heute ist Professor der Physik, Biophysik. Und wir haben gemeinsam Experimente mit großem Erfolg. Dann haben wir die Experimente verbreitet und verbreitet und verbreitet bis heute. Und das geht so weiter. Weil mehrere Professoren sind alle neugierig. Alle. Mehr Professoren wollen jedes seine Fach irgendwelche geänderte Resultate durch die Einwirkung von Energie von biologischen Systemen. Wir sind alle biologische Systeme. Was für Energie können wir aktivieren, um andere Funktionen zu beeinflussen, Krankheiten zu heilen? Es gibt keine Heilung, es gibt eine Änderung der Funktion. So, und die sind neugierig, weitere Experimente, und die gehen bis in die nukleare Physik. Wir gehen heute Entropie. Entropie ist die molekulare Bewegung. Was für Zustand ist die molekulare Bewegung in einer Stelle des Körpers, wo krank ist?
dann kommen wir in der Gravitation, Moment mal, Anziehungskraft oder Abstoßung, was wie dieses Phänomen der Gravitation, was hat mit der Krankheit denn zu tun? Ein einfacher Mensch ahnt das nicht, aber wir geben Resultate, dass die Gravitation durch die Erhöhung von der Entropie und die Erhöhung durch die Erhöhung der energetischen Zustand eines kranken Stellen. Alles ist eine Kette, Leute. Wo wir heute Licht geben, Messungen. Und dann kommt eines Tages und wir fangen von hinten an, von den Bestandteilen der Materie Krankheiten zu heilen. Wir nehmen zum Beispiel Leberkrank, Leberzirrhose. Okay, das ist eine Krankheit im Leber. Was hat die Leber mit der Gravitation zu tun? Ja klar, hat die Grundlage ist die Gravitation. Wir gehen bis in die Gravitation. Viele Leute haben gelacht anfangs. Aber ich habe gesagt mit anderen Professoren, wir bleiben dran. Ich bin derjenige, der die Experimente organisiert. Die anderen arbeiten jeder sein Fach. Und wir finden Resultate heute. Erst einmal in der Geschichte. Ich habe ein Buch vor Jahren gelesen, ein Amerikaner hat ein Universitätsexperiment mit ohne Erfolg. Damals in der Literatur überall. Aber ich habe über 140 Experimente gemacht. Wir gehen bis in die Grundlage der Materie. Wenn man denkt, okay, ich habe einen Kugelschreiber in der Hand, das ist Materie. Metalle, welche Metalle? Metallurgie, wissen wir schon. Jetzt kommt die Chemie. Wo ist diese Sache, wo das schreibt? Das ist eine Menge von Wissenschaft. Mathematik, Chemie, Physik, Metallurgie. Wie wird dieses Metall von elektrischen Maschinen, dann sollen wir die Maschinen berechnen. Und was für eine Arbeit steckt dahinter. Es geht uns aber nicht darum, dass jetzt Heiler Physiker werden, überhaupt nicht. Ja? Es geht einfach nur darum, dass die breite Masse einfach versteht, dass die Dinge nachvollziehbar sind. Weil trotz allem glauben viele Leute diese Dinge noch nicht, auch wenn jemand eine Heilung erfährt. Und dann behauptet die Medizin auch sehr oft, das sei durch die Medizin geschehen. Wobei es so ist, es ist eine Zusammenarbeit zwischen Energieheilung, Geistheilung und Medizin. Manches Mal ist die Medizin notwendig, um einen die Zeit zu geben, die Energie so aufzubauen, um ganz gesund zu werden. Das ist, und auf der anderen Seite nimmt die Geistheilung die Nebenwirkungen weg und verschafft der Medizin die Zeit, um bestimmte Operationen zu machen, um die Menschen am Leben zu erhalten. Und wenn wir uns beide respektieren und gemeinsam arbeiten, kann etwas ganz Tolles geschehen. Hier bei uns erfolgt das alles verdeckt irgendwo. Aber zum Beispiel in Russland ist es schon so, dass Heiler in die Spitäler gehen. Und ein Professor, der mit uns zusammenarbeitet, der Professor André Li, ist ein Psychiater, war der Leiter einer psychiatrischen Klinik und seit jeher beschäftigt er sich mit Heilern und hat dieses weiße Rauschen, verwendet er dazu, dass die Heiler bei ihm jährlich einen Test machen. Und da kann man sehen, wie tief geht die Konzentration. Und an der Tiefe und an der Veränderung des weißen Rauschens wird festgestellt, ob der Heiler Fähigkeiten hat oder nicht. Und nach diesem abgenommenen Test, den die jährlich bestehen müssen, dürfen sie dann im Krankenhaus
arbeiten. Und solche Dinge sind recht spannend. Und wenn man diesen Test macht, lernt man auch sehr viel. Man lernt, tiefer zu gehen. Man lernt, richtig wahrzunehmen, wann bewegt sich jetzt wirklich etwas. Das ist nämlich auch sehr spannend. Ja, manches Mal ist es so, dass Seminarteilnehmer dabei sind, die für diesen Test 5, 6, 7 Mal den machen müssen, bis sie sich selbst so kontrollieren können, dass sie wirklich sehr viel Energie freisetzen können. Aber das hilft dann letztlich, um gute Leistungen bei der Energieübertragung zu haben. Also das ist so ein Miteinander. Oder wenn wir Wasser energetisieren, dann gibt es auch verschiedene Werte, die da gemessen werden, aufgrund deren man erkennen kann, sind das jetzt gute Fähigkeiten, was geschieht alles, inwieweit kann man welche Bereiche beeinflussen. Und man sieht auch ganz deutlich, je länger die Leute den Give-Mode von Christus üben, umso besser werden diese Resultate dann. Also das ist echt spannend, wie sich das über die Jahre hinweg entwickelt. Ist halt so, wie wenn wir schreiben lernen. Oder wenn ein Schwimmer schwimmen lernt und dann Europameister wird. So ist es halt beim Heilen auch. Die Konzentration und das ständige Tun führt dann zu immer mehr Energie, die von oben in uns hinabkommen kann. Da sehe ich durch Prozesse ein Gesetz, Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz. Früher, das Gesetz ist richtig entstanden, weil früher gab es viele Scharlatanen. Aber mit der Auseinandersetzung zwischen mir und diesem Gesetz, Prozesse, ist bewiesen worden, juristisch, und die Juristen ist nicht so leicht zum Glauben zu bringen. Die haben festgestellt, dass tatsächlich erstens, durch unsere Arbeit des Heilers, das Gesetz wird nicht verstoßen, also keine Gefahr besteht. Zweitens, tatsächlich sind Leute geheilt worden, weil selbst durch ärztliche Dokumente vor Gericht, die haben bestätigt, dass durch meine Arbeit sind geheilt worden. Tumore sind verschwunden und verschiedene andere Krankheiten. Dann hat natürlich der Richter keine andere Möglichkeit, wie das oberste Gericht in Karlsruhe, den Freispruch zu geben. Weil ich habe überzeugt, dann seitdem sind die Heiler alle frei zu arbeiten. Aber sagen Sie niemals, nehmen Sie diese Medikamente nicht oder lassen Sie nicht operieren oder gegen die Interesse der Medizin. Sie sind im Knast. Das sage ich im Voraus. Dann ist das die Zusammenarbeit mit einer Klinik. Durch einen Vertrag zwischen der Klinik und des Heilers. Das bin ich. Erst einmal in der Geschichte Deutschlands. Und dann habe ich angefangen, diese Experimente, die Mosaikarbeit, um zu bestätigen von Fachleuten, Professoren. Wenn der Professor spricht, dann gibt es keinen Widerspruch. Also, dass wir natürlich in dieser akademischen Ebene tatsächlich Resultate erzielen. Das ist das Lack. Der Sinn ist, ich eröffne eine neue Linie im Rahmen der Medizin durch bioelektromagnetische Energie. Das ist etwas Unvorstellbares. Aber von anderer Seite, Leute, die in dieser Gremium
sitzen, die haben keine andere Möglichkeit, das zu glauben, weil Resultate von Professoren und Universitäten. Also unsere Arbeit ist sehr wichtig. Ich finde meine Arbeit sehr wichtig. Und deshalb mache ich diese Experimente. Was mir die gekostet haben, das ist eine andere Sache. Aber ich eröffne Richtungen heute. Früher waren die Gaune, die Betriebe und so weiter. Eine Frage, bitte. Aber heute nicht mehr. Ich habe das Buch nur angefangen zu lesen von Ihnen. Jetzt ist nur die Frage, haben Sie auch diese Herzenergie schon mal gemessen? Was da halt für Potenzial vorhanden ist bei jedem Einzelnen? Was für eine? Die Energie des Herzens bei der Heilung, was das für eine Rolle spielt. Jedenfalls, was ich natürlich, Energie zu aktivieren, gehe ich in Ruhezustände. Herzfrequenz wird auch niedriger. Beim Stress, wenn Sie laufen, schnell laufen, tuk, 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 der Punkt. Aber in Ruhezustände. Weil ich merke, beim Heilen wird immer das Herz angesprochen bei mir. Und somit wird der Mensch, den ich dann halte, mit Reiki über die Herzfrequenz, wird dann halt die Energie rausgeströmt. Deswegen frage ich gerade, ob das halt auch schon mal gemessen wurde. Das Herz wird langsamer und weil es wird Stress ausgebaut und die Herzschläge bei Anfangs eines Heilungsprozess ändert sich während des Heilungsprozesses, nicht nur bei der Heiler, bei der Patient auch, der in einen Ruhezustand gebracht wird. Diese Herzfrequenz interessiert uns sehr wenig, ich habe vor 30, 35 Jahren gemessen, interessiert uns sehr wenig. Was uns interessiert, ist die Wirkungen eines Heilungsprozesses, die Energie von dem Heiler für die Veränderung der Funktion einer Krankheit. Das interessiert uns. Was vielleicht noch interessant ist, in St. Petersburg, kannst du dich erinnern, beim Karatkow damals mit dieser... Ratte? Nein, mit der Kamera, nicht die Ratte, die Kamera. Ja. Die Kamera. Da gab es eine Kamera, da wurden die Energien aufgezeichnet während des Heilungsprozesses. Und da hat man gesehen, was eigentlich geschieht. Im Raum. Ja, im Raum. Und zwar war das so, als der Christus sich auf die zu heilende Person konzentriert hat, ging das ganze Energiefeld, also zunächst war die Aufnahme vorher. Ja? Das Energiefeld hat man gesehen, aber die Farben waren schwach. Als er begonnen hat mit der Energieübertragung, sind die Farben bei ihm kräftig geworden und sein Energiefeld ist über das Energiefeld der anderen Person gegangen. Und in dem Moment hat man gesehen, dass die Energie des zu Heilenden immer stärker geworden ist. Und das ganze Feld wurde größer, bis dieser ganze Raum in einem Goldgelb war. Das war wirklich spannend. Also muss es so sein, dass das energetische Feld des Heilers über das andere geht. Das andere Feld ist schwächer und das des Heilers ist größer und stärker und dadurch kann in das andere Feld mehr Energie einströmen. Und das führt zu einer schnelleren Heilung. Und drum diese tägliche oder diese Meditation, um das Energiefeld auszuweiten, um immer mehr göttliche Energie zu sammeln, damit die Energieübertragung mit mehr Kraft funktioniert. Natürlich spielt auch die innere Einstellung eine große Rolle. Der Glaube an Gott, die Liebe zu den Menschen, die Liebe für die Tätigkeit, die Begeisterung, das alles färbt ab auf die Qualität. Da ist dann die Farbe der Unterschied quasi. Das war sehr interessant. Also ich habe viele Experimente gemacht. Nicht nur das, auch mit meiner Seele St. Petersburg besucht haben und
und in andere Länder, um da Experimente zu machen. Aber ich habe so organisiert, Professoren, die auch Interesse haben, die auch natürlich eine umfangreiche Daten haben von meiner Seele und ihre Erfolge, ihre Energie und so weiter. Und deshalb haben die große Interesse und die kommen nach Griechenland. Klar, in Griechenland, ja, die trinken ihre griechische Wein in der intensive Woche. Aber wir haben sehr gute Zusammenarbeit, die kommen gerne nach Griechenland. Die nehmen die Daten mit und dann die bearbeiten, der eine in St. Petersburg, der andere in Moskau, der andere in Sofia. Und die Resultate wissenschaftlich zu repräsentieren. Also Leute, in meiner Schule ist Wissenschaft. Und keiner kann etwas gegen diese Resultate sagen, weil die sind von Universitäten untersucht und bestätigt. Heile, es gibt verschiedene Heile, die keine Heile sind. Es gibt Heile, die machen etwas. Es gibt auch eine Spalte, sehr gute Heile, die richtig ihre Fähigkeiten entwickelt haben. Aber man braucht Geduld und üben. Üben macht der Meister. Üben wir nochmal für 20 Minuten? Bitte? Üben wir nochmal? Ja, das können wir machen. Üben. Und dann gibt es, glaube ich, Kaffee und Kuchen. Ha? Und dann machen wir Pause. Na, ja. Thank you.